So wandelt der Rechtschaffene auf dem Pfad der Götter. Denn sie weisen ihm den Weg, schützen ihn vor aller Gefahr. Kommt nun. Trete vor, berühre diesen Schrein. Wir sind da. Beschütze unsere Seele, unser Leibe. Und trete genau in die Fußspuren, die Yalan macht. Ich verharre kurz im stillen Gebet an einem der Schreine. Nur ein paar Sekunden lang. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und betrete dann den Weg in Richtung Dämonenbrache. Ja, Rafin geht an dem Schrein vorbei. Kurs mit den Mutigen. Und ich betrete auch die Dämonenbrache. Fix, beschütze uns. Leg deinen Mantel über uns und lass uns unsichtbar werden. Nickt dann noch einmal und läuft dann ehrwürdig weiter. Dreht dann aber noch einmal um und legt zwei Silbermünzen. Ja. Er legt drei Silbermünzen vor die Fex-Statue, vor die Fex. Wahrscheinlich ist das so eine kleine Statue, dieser Schrein, ne? Genau, es ist so ein Praios-Schrein. Alles Praios. Habe ich Fex gesagt? Oh, nee. Ich habe verstanden, alle Zwölfe, weil gerade jemand zu sehen ist. Praios, nur Praios-Schreine. Dann wird man trotzdem zu Fex beten und wird trotzdem drei Silberstücke vor die Fex, vor die Praios-Statue legen. 1W20 von Yalan. 1W20 kommt. 18. Ja, Ömer hat gerade drei Silber an Fex geopfert. Ömer darf nochmal den W20 neu würfeln. Classic. Gut. Dann betretet ihr die Büsche, Sträucher, die sich um euch schmiegen. Um eure Beine. Ja, dann fühlt sich so ein bisschen an Maraskan erinnert. Du denkst wieder zurück. Das hohe Gras. Das ihr mindestens einen Kameraden geopfert habt und viel Schmerzen bereitete. Wenn euch irgendein Büschel anspringt, ruft ganz laut und geht aus dem Weg. Während ihr weiter hineingeht, werden die Büsche höher und höher. Tragen euch bis zur Brust. Die Bäume sind noch einiges entfernt. Könnt ihr allerdings schon sehen. Die Gräser werden trotzdem höher. Ihr habt das Gefühl, dass sie wachsen in dem Moment, an dem ihr vorbeigeht. Eben waren sie noch nicht so groß. Wenn ihr euch umblickt, könnt ihr das rauchende Gard noch erkennen, aber von den Praios-Scheinen ist nichts mehr zu erkennen. Ja, ich würde in guter Dschungelmanier mein Schwert vom Rücken nehmen und mir meinen Weg freischlagen, damit ich immer was sehe. Ihr solltet die Brache nicht unnötig reizen. Hilfe! Hilfe! Hört ihr das? Bild ich mir das ein? Da ruft doch jemand. Irgendwer schreit. Ja, dann los hin. Was? Nein. Hilft mir! Weicht nicht vom Weg! Dein okay. Trick nichts weiter. Es ist eines der Phänomene hier in der Dämonenbrache. Manchmal hört man Stimmen, die einen nur in die Irre führen wollen. Ihr Götter! Helft mir! Das ist ja furchtbar. Weiter, weiter! Isarun! Ja, und daran erkennt ihr, dass das für einen wirklich nur in die Irre führen will. Aber mir! Ich ignoriere das und gehe stur hinter auf die Stur, die Augen auf Yalans Rücken richtig geht, gehe ich weiter. Vor euch weicht das Gras zurück und ihr könnt einen kleinen Tümpel erkennen, der hier vor euch liegt. Harmlos. Ein paar Seerosen, die dort schwimmen, ein paar Wasserpflanzen. Sehr ruhig hier. Sehen wir den Berg immer noch, oder? Der Berg ragt über den
Ja, du kannst den Wald, wie gesagt, erkennen. Die Bäume ragen und wuchern hoch. Ein weiteres kleines Britzeln um dich herum. Der Gardianum von Iseron ist wohl nach 5 Minuten wieder ausgegangen. Und jetzt könnt ihr erkennen, wie Yalan leicht gülden leuchtet. Gehen wir lieber außen herum. Ja, ihr leuchtet. Ja. Ich bitte wie? Leuchten. Stimmt. Ein bisschen. Ihr sollt ein Licht ab, ja. Seht ihr es nicht selber? Geh mal dahin und reib so ein bisschen über seinen Arm. Keine Paste. Das ist der goldene Glanz der Rechtschaffenen. Götter sind mit uns. Vor euch könnt ihr erkennen, dass es aus dem Teich blubbert. Tümpel. Gehen wir lieber außen herum, hier am Rand der Lichtung. Mhm, in weitem Bogen. Intuitionsprobe. Vor euch allen. Vor uns allen. Wer es nicht geschafft hat, eine Ausweichenprobe plus 5. Ich bin ja in leichter Rüstung unterwegs. Oh, mir geht gerade der Bammel. Habe mir in Iseron Ausweichen plus 5. Achso, ja, dann auch, ne? Ne, die 18 gehört nicht dazu. Ne, die 18 war was anderes noch. Okay. Ja, unwahrscheinlich. Dann könnt ihr sehen, wie eine große Welle nach oben wächst und mit Beinen, mit Armen, mit Klauen nach Abelbier greift und ihn zieht. Hilfe! Dann ist er weg. Gluck, gluck, gluck. Was? Abelmir, was ist denn? Abelmir? Abelmir! Das hat er nicht. Los, pack der ihn! Drecksack. Magistra, wir brauchen ein Schild, jetzt! Ich mach mich dran, ein Gardianum zu wirken. Immer ein Schwert. Rafim, hol den Jungen aus dem Teich! Ich seh ihn, ich wusste nicht. Dann spring rein, du kannst doch schwimmen! Ja, du kannst mir noch abschlecken. Ich stell mich mal am Rand vor den Teich und versuche mal mit meinem Schwert da drin hier ihn zu finden. Also ich möchte es einmal tief hineinstecken und dann damit herumfahren, um so ihn zu entdecken. Ja. Mit der Klinge voran, bist du denn wahnsinnig? Das ist doch nicht die Klinge voran, Junge. Siehst du denn nichts vernünftig? Das ist die Seite. Aber mir Sinnschärfe plus 8. Du willst dich übrigens töten, oder? In dem Schlamm, der vor dich herum... Plus 8, ja, sagst du? Hm, was? Okay. Plus 8. Ja, mach mal. Aber ja. So knapp. Ja, du siehst kurz, wie da wohl ein Stock eintaucht. Du willst danach greifen, kommst in dem Schlamm nicht ganz nach vorne und dann ist er wieder weg. Rafim hat ihn gerade wieder rausgezogen. Dann siehst du ihn, wie er wohl ein anderes Mal reinstochert. Immer jedes Mal, wo er reinstochert. Das ist es nicht. Du verlierst gerade so ein bisschen die Orientierung. Panik steigt in dir auf. Wir gucken uns gerade mal die Regeln zum Ertrinken an. Ja, ich bin gerade im WDS auf Seite 140 und lese mir das gerade durch, während die anderen sich noch überlegen können, wie sie machen, um Abel mir zu retten. Oh, ich weiß, was ich mache. Gib mir mal eine Schwimmprobe. Wir fangen mal im Schlamm mit einer plus 2 an. Ertrinken ist eigentlich ganz okay. Ja, dann kannst du dir die Luft anhalten, auch wenn du damit nicht gerechnet hast. Aber du merkst, wie dir die Luft knapp wird. Was tun die anderen? Ich krame aus meinen Taschen ein kleines Bernsteinfläschchen hervor. Schütterst du da jetzt Bandstaub rein? Nein, noch viel besser. Ich korke auf und da ist ein Licht in der Flasche drin. Darf ich auch was machen? Oder? Du hast eben eine Schwimmprobe gewürfelt, genau. Okay. Naliges Vieh, gib meinen Freund frei! Was war da drin nochmal? Ein Licht in der Flasche. Ein Licht in der Flasche, was tut das? Qualität C, ein schwacher Lichtstrahl im Radius von, 5 Schritt für 20 Kampfrunden. Das Licht gilt als zweifach geweihte Waffe, mit der alle Wesenheiten im Wirkungsbereich in Kontakt kommen. Und es macht halt hell. Ja, dann könnt ihr sehen, wie das tatsächlich ziemlich gut. Gib Abel mir trotzdem nochmal. Ja, ich geb dir gerade nochmal ein Punkt echtes Ertrinken, also 1W6 echte Schadenspunkte. Und die anderen dürfen doch trotzdem handeln, während Yalan aufkorkt. Ja, ich mach mal in eine Aktion Gardianum und warte dann ins Wasser rein.
Ja. Gut, dann könnt ihr sehen, wie das Licht... Nein, dann könnt ihr sehen, wie das Wasser von dem Licht weggedrückt wird zu allen Seiten und dann in das hohe Gras sinkt und im Schlamm dann einzieht. In der Mitte dieses schlammigen Pools, beziehungsweise da, wo eben noch Wasser war, liegt jetzt ein klitschnasser Abelmir. Halt die Flasche hoch und ruf zu Rafim. Pack ihn, zieh ihn raus! Mir. Ich packe Abelmir und zieh den ersten Mal wieder aufs Trockene. Ja, Lan. Nee, fort von der Richtung. Das wird nicht lange halten. Ja, ich schmeiß mir Abelmir einfach über die Schulter und dann weiter, los! Fürs Protokoll, nach 20 Kampfrunden erlischt das Licht. Was war das? Ich weiß es nicht. Es hat mich gepackt. Jeroen? Irgendein fieses Überbleibsel. Die Magie hier ist so zerfasert und chaotisch, man kann gar keine Effekte mehr voneinander trennen. Ach so, ja, danke für... Danke, du hast gezaubert. 2W6, bitte. Wow. Hab ich ganz vergessen. Das ist doch das Schönste. 5. Der Guardianum sucht sich ein anderes Ziel. Immer hat ein Guardianum um sich. Ja, nice. Ach, immerhin, ja. Zum Glück haben wir uns in Auralit damit ausgestattet. Ich wusste, das wird noch nützlich. Haben wir doch mehr davon? Ach, kann man das kaufen? Nur noch einer und nein, man kann das nicht kaufen. Und Scheiße. Ich schätze, ihr könnt es bei miesen Verrätern kaufen. Miesen Verrätern, wonach es dann illegal ist? Oder miese Verräter, wo ich es dann behalten darf? Hanneskirche wird euch eurer rechtschaffenden Strafe zuführen. Scheiße. Rafim, könnt ihr mich jetzt runterlassen? Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, ich stelle Abel mir wieder auf den Boden, klopfe ihm ein, zweimal auf die Schulter. Hast du gut gemacht. Nun ja, ich danke euch. Wahrscheinlich klitschnass und nach Modder stinken. Ja, du bist absolut widerlich und du bist eitel, ne? Yep. Darfst du dir jetzt für alles, was du jetzt tust, eitel als Erschwernis geben? Super. Ja, Jalan, geh voran. Ja, dann geht es weiter auf den riesengroßen Fels zu. Vor euch liegt der gesplitterte Berg. Von unzähligen kleineren Trümmern umgeben, allesamt rauchend, schwelend, stinkend. Ein Gewirr aus scharfkantigen Brocken und Geröll pervertiert das Gestein. Wenn ihr mal drauf tretet, könnt ihr sehen, wie die Steine unter euch aufplatzen wie Pilze und eine merkwürdige, schmierige Flüssigkeit herausläuft. Das erinnert euch an Torbreden, als ihr damals den Weg über den Pass gekommen seid. Als ihr an Spogelsen vorbeigekommen seid. Gebt mir mal zum Durchqueren dieses Gebietes eine Kletternprobe, um Stürze zu vermeiden, denn das tut weh. Abelmir darf, wenn er möchte, schon vorher seinen Trank trinken, aber das ist komplett ihm überlassen. Ich hab die Plus 6 Kraft, das ist egal. Junge. Abelmir, aua. Wie viel Lebenspunkt hast du noch? 16. 20, 19, 20. Hast du schon wieder deinen Schicksalspunkt? Die Kletternprobe ist normalerweise um 5 Punkte erschwert. Jetzt hast du natürlich nochmal gepatzt mit einer 19 drin. Junge. Die 19 ist eigentlich egal. Sturzschaden sind 1W6 minus 1 bis 4W6 minus 4 SP. Und mit dem Patzer gebe ich dir auch die 4W6 minus 4. Ja, das überlebst du. Dieser Run hat es auch nicht geschafft. Ja, aber nur mit einer putzigen minus 3. Guck mal. Dann bist du noch auf 6, ne? Genau. Gelungen. Wie gesagt, die plus 5 lasse ich mal sein, dann sonst würde Jalan auch stürzen. Wir haben ja auch die Kletterhandschuhe dabei. Rafim, genau, ihr habt euch vorbereitet. Isarund kriegt trotzdem. Mach mal ein W4. Zwei W6 minus 2, so. Und während ihr auf den geschmolzenen, gesplitterten Bergteilen steht und dort in einen riesigen Eingang starren könnt, was muss das sein, was Leonardo sagte? Bitte sehen, wie gerade jemand dort rausklettert. Extrem Nimrod.
Da liegt keiner. Ah, auf da dem? Seid ihr. Sehr gut. Schön, dass ihr hier seid. Kommt auf mit. Ihm? Kommt mit. Er klettert gerade raus, springt auf den Boden und winkt euch heran, läuft in Richtung der Brache. Kommt mit, ihr Helden! Wartet er auf uns, wenn wir auf ihn zugehen, oder rennt er weiter weg? Er treibt euch zumindest an. Ich muss mal gucken, du hattest es auch geschafft. Ne? Du könntest auf ihn zurennen, ja. Rennen möchte ich nicht. Nein, dann bleib ich bei den anderen. Bleibt alle zusammen. Niemand geht ihm nach. Dexter Nemrod ist ein toter Mann. Ich brauch euch! Ich habe ihn höchstpersönlich den Kopf abgeschlagen. Da hat er recht. Achso, los. Rein in dieses verfluchte Ding. Und wenn er jetzt weiter rennt, schaue ich ihm noch eine Weile nach. Schüttle ich den Kopf und weiter geht's. Chaos und Wandel. Frage an die anderen, möchtet ihr vorher noch sowas wie einen Balsam zaubern? Sagt mal die Lebenspunkte an. Aber ich möchte einen Heilungssegen sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe genau noch 9 ASP, also könnte ich höchstens 9 ASP und 6 Lebenspunkte, ne? Genau. Kein Schicksalspunkt. Isarun? Göttergefällige 12 LAP. ASP? 14. Ömer? Ömer hat Werte 28 Lebensenergie und 11 ASP. Grafim ist, glaube ich, noch voll, ne? Mit 40? Grafim hat noch göttergefällige 40 Lebenspunkte. Jalan? 27 und 24. 7 LEP, dann gib uns doch mal ein hübsches Gebet. Ja. Gütige Mutter Ferreine, ihr übrigen 12 Götter, seht auf uns hinab. Ihr kämpft unentwegt in eurem Namen und für euren Zweck. Wehrt uns die Stärke, um diesen Kampf weiterzuführen. Legt eine sanfte Hand auf unsere Schultern. Heilungssegen aufgestuft auf PP. Ja, yep, das sind dann Karma. Ich weiß nur gerade nicht, wo die Liturgie kennt. Das steht in welchem Reiter. Lass mich suchen. Unter Sonstiges, wenn du sie eingetragen hast. Natürlich nicht. Das war Mut, Intuition, Charisma. Genau. Einfach mal die 3W20. Dann Liturgie kennt. Das ist ja. Aktuell 9, oder? Ja, ich nehme an, ihr betet mit. Sie haben es nicht gesagt. Das ist das, was du vorher erfragst, bitte. Stimmt, gut. Ömer hat nicht mitgebetet, weil nichts ausgesprochen wurde. Das ja, was gemacht, was gemacht. Gibt keine Mitbeter. So, handeln wir noch einen göttlichen Auftrag, wenn wir den Splitter bergen? Du kannst von bis, wie viel waren das? Von 0 bis 7. Von 0 bis 7. Gib dir mal eine Dreier-Erleichterung. Du bist allerdings an einem Unheiligtum von sowohl Blackeratz und auch Agrimot. Naja, noch stehen wir ja draußen. Ja, dann trotzdem Dämonenbrache. Ich gebe dir die volle 7. Fuck. Greifen wir auch dann das Weltgeschehen ein? Noch nicht. Aber dann, doch, ich geb dir nochmal eine minus 2. Wenn ja, du die Regeln kennst. Dann sind wir bei plus 2. Nochmal plus 2 für den Grad der Segnung. Sind wir also bei einer plus 4. Das könnte haarig werden. Das sieht aber gut aus. Oh, ist gerade so geschafft. Kriegen die wie viel LEP wieder? Warte, steigt beim Aufstufen auf Leute automatisch der Wirkungsgrad? Ja. Dann, Moment, von LKP-Stern halbe plus 3 auf. Ich habe die Tabelle gleich. Muss bis nächste Woche eine Schnellreferenz anlegen. Wirkungsgrad. Genau, das ist dann deine Aufgabe als Geweihter? Da gibt's keinen Standard für. Normalerweise ist der Standard LKP-Stern halbe plus 5. Kommen wir jetzt von LKP-Stern halbe plus 3 auf LKP-Stern halbe plus 5 oder kommen wir direkt auf LKP-Stern plus 5? Du kriegst eigentlich gar keine mehr Heilung, wenn du nicht nach dem... Das muss ja nach dem Standardsystem sein. Ich weiß nicht, alles Karino sagte letzte Woche, wenn du Personen aufstufst, stufst du automatisch die Wirkung auf. Genau, das stimmt. Aber das passiert ja bei der Wirkungsausstufung, steht dabei, dass du nur eine Aufstufung der erhöhten Wirkung bekommst, sofern sie sich nach der Standardtabelle richtet. Ah, okay. Dann kriegt jeder 4. Also Sternchen... Halbe sind 1 plus 3. 5. Achso, plus 3. So, dann kriegt jetzt jeder von euch 4 Lebenspunkte. Besser als nichts, würde ich meinen. Haben ist besser als brauchen. Ich würde auf mich dann einen Balsam wirken. Wohlbewusst, dass diese Magie hier etwas, kurios wirkt. Balsam Salabunde, heile Wunde.
Oh, ich liebe diese Tabelle. Ich weiß bis heute nicht, was da drin steht, aber ich freue mich immer. 2W6. 2W6 zufällige Zauber. Musst du die ASP nicht vorher ansagen? Alle 9. Achso. Ich frag nur. Alle 9. Ja. Ja. Mach 2W6 vermutlich und hoffe und bete. Mal gucken. Ach. Was schlimm mit. Hat einen anderen sichtbaren Effekt. Okay. Vorschläge. Abelmir, was hast du für einen Vorschlag? Was für ein anderer sichtbarer Effekt? Das ist eine gute Frage. Deine Wunde fängt wieder an zu triefen. Oder zu eitern oder was weiß ich. Wäre okay, Lebenspunkte heilen und du siehst aus wie ein Zombie, würde ich akzeptieren von Rafim als Vorschlag. Lass dich nochmal überlegen. Isarun? Also ich bin ja immer ein Fan von irgendwelchem Viechzeug, das um einen rumflattert. Und hier im Moor vielleicht irgendwelche Motten oder so Fruchtfliegen? Wie hoch ist deine Eitelkeit, Abelmir? Meine Eitelkeit ist 6. Das ist gerade mit plus minus 0 geschafft, Freundchen. Ömer, Vorschlag? Natürlich, wir sind in einem Blackerrat-Unheiligtum ganz in der Nähe und Blackerrat hat noch eine Scharlachkappe zu verschenken. Du willst nur anderen Leuten die Haare stehlen. Tja, das ist ein zufälliger Beigeschmack, den ich auch ertragen muss. Boah, Junge, ey. Das ist aber schon ziemlich... Ja, Alan, dann schlag mal was anderes vor. Der Effekt muss schlecht sein für ihn, ja? Ein anderer sichtbarer Effekt. Sichtbar. Ich würde sagen, die Wunde entzündet sich. Du meinst, die brennt, entzündet oder was? Mit Brennen? Ja. Mhm. Schöne großflächige Brandnarbe, die halt zurückbleibt. Wie wäre es mit Irrlichtern oder wie heißt diese Wesen in den Mooren oder in elementaren Mindergeister? Mindergeister, genau. Denkst du an Irrlicht, oder? Ja, wir stehen wenn du die einmal am Hals hast, die lassen dich nicht wieder los, ne? Wir stehen auch in der Magiermord-Unheiligtum. Ich finde den Vorschlag ganz gut. Merkwürdige schwarze Blumen sprießen. Junge, das ist so widerlich. Wo hast du denn deine Wunde? Sag mal, wo du so aktuell Schaden bekommen hast. Hab ich ja gar nicht ausgewürfelt. Das, ja, würfel mal in der Trefferzone aus. Okay, warte mal kurz. Ich hatte da gleich einen Blumenkampf, ne? Linkes Bein. Linkes Bein. Gut, dann versuchst du die Matrix vor deinem geistigen Auge zu weben. Du merkst, wie sie dir aus den Händen gerissen wird. Sie fährt in deinen Körper und du fühlst dich besser. Als du deinen Fuß weiter nach vorne bewegen willst, angetreten, um vielleicht gleich im Loch nach oben zu klettern, merkst du wohl, wie du angewachsen bist und irgendwas wohl durch deinen Körper nach oben gesprießt ist. Ich tue erstmal so völlig unauffällig, als wäre gar nichts passiert und schaue unauffällig, nachdem ich als letzter sozusagen diesen Eingang betrete, diesen Berg. Ja, noch nicht, aber du wolltest gerade in die Richtung gehen. Als letzter schaue ich runter auf mein Bein, wo dieses merkwürdige Gefühl auftritt und ja, da sprießt so ein violett-schwarz blühende, vierblättrige, kleine Beere mit vier schwarzen Blättern aus meiner Wunde. Und ich schiebe schnell wieder die Robe über diese merkwürdige Spore an meinem Körper und lass mir nichts anmerken. Wenn du würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, wenn du dich dann versuchst, so ein bisschen zu bewegen, spürst du auch, dass dein Bein verholzt. Ja, plus 6, oder? Ja, klar, plus 6. Alles plus 6, was du gerade tust. Ja, dann nicht. Ja. Da merkst, wie gesagt, wenn du nach vorne trittst, in Richtung dieses Loches, dass dein Bein verholzt. Und es ist nicht ganz so schlimm wie ein Holzbein, dass es jetzt irgendwie klonken würde. Sowieso nicht auf dem Sumpf oder auf dem Erdboden, aber es ist schon widerlich. Es fühlt sich falsch an, als ob dieses Bein nicht mehr zu deinem Körper gehört. Möchte Isarun noch ein Balsam wirken? Nee, lass mal. Schade.
Die Tabelle gibt noch mehr her. Dann, wie gesagt, steht ihr vor dem Schlund. Muss man da jetzt reinklettern? Geht der nach unten? Wie ist das gerade? Also muss ich da einfach nur reingehen? Wie sieht das aus? Du musst ein kleines Stück nach oben klettern, so ungefähr 5 Meter nach oben, und dann könntest du ja in diesen Schlund hinein. Da würde ich da drin stehen. Genau, dann würdest du da drin stehen, und normalerweise sollte der ja eigentlich horizontal bzw. orthogonal sein. Also von unten nach oben, und dadurch, dass die Festung jetzt liegt und wie ein Splitter in der Dämonenbrache steht, kannst du da fast hochgehen. Also ist es schon eine Bergsteigung. Na gut, interessant wird das dann halt natürlich, wenn du wieder von diesem Schlund aus in Richtung Unkemach oder das Herzens gehen musst. Ömer, willst du wieder vorklettern, oder? Klar, natürlich. Dann nehme ich das Seil mit und dann habt ihr es einfach, wenn ihr wieder hinterherkommt. Mit einer plus 4 ist es plus minus 1 gelungen. Du steigst nach oben, es ist trügerisch brüchig. Ab und zu knackt es mal weg, du kannst dich dann anders festhalten. Merkst dann, wie ätzender Schleim unter dir langläuft und dir dann fast die Schuhe kaputt macht. Kannst allerdings, wie gesagt, dann, bevor da irgendwas passiert, den Schleim wieder abstreifen an den Bergen. Und stehst dann oben im Rachen, im Abgrund. Ein gähnender, 10 Schritt durchmessender Schacht, zerklüftet. Ein paar Löcher, die hier lang klaffen. Kunstvolle Torbögen, ist nichts mehr von zu sehen. Es ist dunkel. Du hörst dumpfes Knurren, Hämmern, metallisches Kreischen, menschliche Schreie. Ömer dreht sich von dem Schacht wieder weg zu den anderen hin. War ganz einfach. Und wirft dann das Seil runter und schaut sich dann selber nach einer Stelle um, wo es glaubt, feste machen zu können, wo es nicht heißt. Fesseln entfesseln. Der Knoten ist nicht das Problem, aber die Stelle ist das Problem. Ja, kein Thema. Zack, zack, ist das Ding festgemacht an der richtigen Stelle. Held, kann's kommen! Ich kletter hoch. Kletternprobe? Ja, ich übertrage einfach mal den Patzer auf dich. Du kannst nach oben klettern. Und just bevor dir Ömer dann die Hand anreichen kann, merkst du, wie das Seil dich wohl loswerden will. Wieder merkst du ölige Hände. Du greifst nochmal nach, greifst nach, greifst nach, greifst nach. Und dann fällst du in die Tiefe. 5W6 minus 5. Kann ich da Körperbeherrschung würfeln? Na. 5 auch 6 du minus kriegst 5. Jetzt Schaden. Du bist bisher noch viel zu gut davon gekommen. Er hat mich einfach vorgehen lassen. Richtig. Warte mal. Ja, hat doch bisher auch gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du hast. H13. Doch. Du fällst auf den Boden. Ist eine Wunde, oder? Das ist eine Wunde, ja. Du merkst wohl, wie sich jetzt ein Stück von den Trümmerteilen in deine Rippen bohrt, an dir entlang. Irgendwas Rüstungsmäßiges ist da gerade kaputt gestoßen worden. Du spürst, wie warmes Blut aus deinem Körper läuft. Das müsste noch für eine Brustwunde reichen. Der nächste darf hochklettern. Scheiße!